So, Freunde der Sonne, okay. Heute mal wieder nochmal ein Bunker-Video. Ja. Und diesmal mal wieder, wer jetzt gedacht, die beiden Irren dazu. Kennt ihr aus dem alten Video noch? Die Irren. Die Irren. Die haben sich verirrt, die Irren. Die Irren im frischen Wald, ja. Genau. Ey, wir wollen uns nochmal einen Bunker angucken. Die Bäder haben den ja schon mal abgedreht und gefilmt und die wollen es jetzt uns ganz gerne nochmal zeigen wollen. Link in der Videobeschreibung oder klick einfach da oben hin. Ich werde ein paar verlinken. Ja, seid gespannt. Viel Spaß, bis gleich. Alter, was ist denn hier noch alles? Alter, was ist denn hier alles noch los? So? Ich kenne schon mittlerweile so viele Locations, dass du da überall noch ein zweites Mal einigen kannst und was anderes filmen kannst. Ja. Ja. Das sieht uns auch so. Wollte gerade sagen, ich sag nur Rauna mit dem Krankenhaus, ne? Stimmt, das haben wir hier nicht. Wie oft waren wir da schon gewesen? Ja, da kannst du ja jedes Mal ein neues Video draus machen und du siehst ja nicht, dass du am selben Ort bist. Ja, das nicht unbedingt, aber du siehst ja immer wieder was Neues, was anderes. Guck mal, Dominik, letztens auch, gerade diese Krankenhaus, da, er kennt das Ding auch so in- und auswendig. Da waren trotzdem Sachen gewesen auf einmal. Hä, kenn ich ja gar nicht. Ja. Kann noch nie gesehen. Das ist ein Tresor, ne? Was? Der ersten, der hier liegt, der braune. Alter. Ach du Scheiße. Alter, was ist das hier alles? Da war eine Stolle. Das sieht aus wie so, was ist das? Das ist eine Speisekarte. Mhm. Ja. Ja, hier Überweisungsding. 150 D-Mark. Habt ihr denn mal geguckt, ob der da auf ist? Nee, das ist noch Holz. Das ist massiv Stahl. Aber da hat er. Ach, hier hat er den Schlüssel erinnert. Okay. Den Schlüssel haben wir leider nicht gefunden hier. Aber die Waben sind geil. Alter. Oh. Schade, dass hier Wünsche stehen. Die Waben. Ach so, die Betten. Richtig, Alter. Coole Dinger. Aber das muss doch irgendwas alters. Aber hier muss doch irgendwas altersbedingt gewesen sein. Guck mal, hier ist doch sogar. Ja, auch alte Fische und so was. Ja, genau, gefriert oder? Ja, das stehen. Telefon! Ja, das kann ich sehen. Alter! Ich weiß, ich hab schon letztens gehört, es soll nicht immer so oft Alter sagen. Der neue Hut. Kicke, gib her, gib her, gib her, gib her, gib her, gib her. Nee, das war der Spinnweben. Alter! Kicke! Ich wollte ja schon immer mal so einen Zylinder haben. Steht da vorne irgendwas drauf. Ah, guck mal hier, da sollen die euren Getränkebecher hier komplett noch eingeschweißen und alles. Ja, hier sind Mücken. Siehst du gut, dass ich Mückenspray bei habe, aber das noch nicht benutzt habe. Ah, hier ist eklig drin. Hier ist auch die Luft ganz schlecht. Ich kann mir da nicht so. Nicht, Alter. Ich stehe noch wieder so in alten Wagen drin. Mhm. Aber hier unten, was ist denn das hier? Ist das nur ein Cyber oder was? Naja, irgendwie so. Das ist noch ein Cyber, da hast du hier alten. Ach, guck mal, die haben so, ja, die alten Schränke haben sie eingepackt, ne? Ja, große Drucker hier noch. Ganz großen Kopierer und so und alles. Im Büro. Ja, Monitor. Bürodrucker, ja. Alter Schwede. Das hatte ich hier drin, Alter. Ja, ja. Was da drin ist, Oh. Da ist aber Robert immer noch fertig. Da haben wir noch was. Oh, hier waren wir von der Ena gewesen. Das ist letztens noch nicht so da. Das ist da jetzt, kommt wieder mein Fachgebiet hier. Aber das ist ja bloß ein Dachausschnitt. Mhm. Ja, das ist eine Schnittzeichnung, Detailzeichnung. Mit AA, ja. Waschmaschine. Hier ist ein Trockner, wa? Ja, haben wir eben gesehen. Da hinten geht's ja noch viel weiter, Alter. Das ist ja alles voll. Ja, ich kann halt das. Na, das hab ich gemacht. Hier ist ja ein bisschen eine Kaffeemalmaschine oder was das ist? Ja, ne. Seckung ist eine Kaffeemaschine. Was für ein Ding? Kaffeemaschine. Na, weiß ich nicht, ob das eine Kaffeemaschine ist oder ob das nur für ja, Malen ist. Nee, das ist Seko oder das ist eine Kaffeemaschine? Da steht aber Kaffee dran.
Ach da ja, verzeihung. Hm? Ganz schön. Ganz schön alter Wasser. Ganz schön weiter alter Ding. Ich hab noch meiner Mutter ein Bild schicken können, die hat mit Uli lernen. Die hat noch Schuhe an. Du bist ja wie der Hausverwalter. Ich hoffe, die ganzen Wagen, ne? Alter Vater. Was will er denn? Alter Stempel? Ach nee, Maßband! Ha, geil! Gustav Apple Hausverwaltung. Aha. Römer Hausverwaltung, sag mir was, Andy. Wie weiter? Boah, jetzt kommt der Mock hoch. Deswegen, ich will nicht wissen, was hier drunter ist, was wir hier einatmen gerade. Ja, einfach mal die Luft anhalten. Ja, leider. Auf jeden Fall ist die ganze Decke schon komplett nass. Kommt schon so eng hier drunter. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. War schon mal voll Schmack. Ich bin mal gespannt, was in dem Bunker noch passiert. Bist du ein nagelneues Dach da oben? Nee, das sieht nur gut aus, aber das, guck mal, das sind bei allen so. Ja, morgen. Das ist jetzt der Eingang oder was? Nee, das ist, da waren wir noch nicht drin, hier beide waren wir noch nicht. Achso. Hat uns noch interessiert so ein bisschen. Das ist die Ober, hier ist die Kelleretage. Das war ein Fahrstuhlschacht, wa? Ja. Und hier. Ist denn da oben Küche oder was? Ja, weiß ich nicht. Das könnte doch eine Küche gewesen sein. Ja, Küche oder vielleicht wie auch früher mal so eine Bäder, ja. Hast du auch mal so, ja. Ja, manchmal. So. Ich glaube, hier müssen wir nochmal herkommen. Wir müssen dann nochmal die ganzen Gebäude durchgehen. Ne? Mhm. Aber heute gucken wir uns auf jeden Fall erstmal den Bunker an. Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen was vorher ausgesehen. Und wir werden dann nochmal auf jeden Fall nochmal herschneiden. Na dann. Ja, kann man dann nicht alle gemeinsam herkommen, wa? Ja. Dann können wir uns ja nochmal alle gemeinsam angucken. Gut, wenn wir da sind, weil jetzt wird es nämlich langsam wirklich nass, hole ich euch wieder. Bis gleich. So, Freunde, wir haben das Ziel erreicht. Das Ziel liegt vor Ihnen. Wo wollen wir hin? Aki, bei der Dönerbox essen. So, ich muss jetzt mit meiner Taschenlampe ein bisschen sparsam sein, weil hier ist der Akku fast leer. Denn hier habe ich ja noch zwei Ersatzakkus. Zwei Ersatzrad. Oh, die Lachs. Alter Vater. Ich merk's gleich. Das Ding geht aber tief, du. Tobi, wo wird mich so ein bisschen der Feier? Wo stand der Kopf schon? Kann es sein, dass es dir gleich gleich aufgeht? Mit der Tür irgendwie auch. Müsst du so ein Bunker in der Ecke bergab gehen? Normalerweise, ja. Aber der ist noch nicht so alt. Dann kick mal an, das Ding. Es ist richtig eingeschrallt worden. Aber jetzt ist es echt kalt. Aber für was der war, wisst ihr nicht, ne? Ja, einfach automatisch programmiert irgendwie gewesen. Okay. Das war gut, wenn wir ja. Jetzt unter mehrere Möglichkeiten, links oder rechts. Naja, was die bessere Variante ist, müssen wir uns haben. Der ist halt verwinkelt damit. Ja, ich sag mal so, der geht im Kreis. Der geht im Kreis. Wenn du benutzt, kommst du mal wieder hier raus. Okay. Tja. So, wir haben immer links. Immer wieder links. Hier vorne hin. Ich muss auch mal hier treten, dass ich keine Chance kriege. Was ist das Problem da? Ja, ohne die Tür. Die ist so fest. Ich habe festgekommen. Aber ich habe hier unten eine Erinnerung. Okay. Wenn man nicht weiterkommt, kommt man nicht weiter. Ne? Dann müssen wir jetzt zurück.
Alter! Oh, was ist das hier? Okay. Lichtkeller. Aber da ist Licht. Tatsache, da geht's nach oben, wa? Ja. Mach Taschenlampe aus. Da ist doch einer der Gullis oder sowas. Ja. Da wird das ja irgendwo Versorgung sein, hier, ne? Ja, Hauptsache, ein Penis erstmal in der Wand. Ohne. Penis. Okay, ganz so gut. Ja. Na, kommt jetzt die andere Seite, wo dieser komische Lüftungsschacht oder auch mal ist. Alter, wer knallt denn hier so eine Türe so raus, Alter? Ohne Scheiß. Die Frage haben wir so gestellt, weil wie? Das haben wir nicht erwartet. Ja, ja. Vielleicht sowas einfach mal so 2 Kilo oder so. Ja, ist ja nicht. Oh ja, Alter! Oh, schöner alter Eimer. Guckt euch da mal die Konstruktion hier oben an. Also das Ding ist definitiv ein Alter, ist das riesig hier. Boah. Nein, hier werden die Türen aber schon schmaler, ne? So, also hier wird Lava gewesen sein. Ich weiß nicht, wie man die Kontrollfenster hier, wenn man so kickt. Hier ist das Nebengebäude hoch. Das Ding hat gebrannt. Das Ding hat gebrannt? Ja, hat gebrannt. Warte mal, Dominik. Das hier ist nicht so richtig. Ein bisschen, ja. Das ist doch überall. Ja, hier sind überall so Lara-Dinger hier, ne? Wenn du hier läufst, ach du Scheiße. Oh, okay. Ah, okay. Guck dir doch mal dein Bett an, Alter. Ah, wie nass das hier ist, ne? Guck dir mal an. Das ist hier alles die Feuchtigkeitsregulation. Er ist recht nass. Da drüben geht es auch weiter. Oh. Da drüben auf der anderen Seite. Echt? Ja. Ist ja Mario. Ist ja Mario. Und der Fahrer hier unten der Fahrer. Ach du Scheiße, Alter. Wo ist denn das hier? Öltank oder was? Ah, okay. Guck mal, sonst so versorgen. Ja. Kannst du mal kicken hier? Alter! Nee, voll schön. Ach, da geht's ja noch besser. Oh, jetzt wird's aber eng hier, Junge. Okay. Du kannst da drinnen verstecken. Du kannst da drinnen verstecken. Aber guck mal, jetzt bin ich einfach vor allem zu deiner Stelle abgerissen. Okay, naja, so mal. Nee, nee, Robo, du bist nicht nass an der Seite. Nee, nee, ich bin da nur zu wenig gekommen. Alter, was? Stopp. Hä? Hey, geh doch mal aus. Ich will mal hier zurückkehren, weil da kommen wir bestimmt wieder zu den Hauptgang hier drin, ne? Oder? Ich glaube, es wird so ein Haus, dass es so ein Ausgang nach oben geht. Genau. Und hier ist nur. Sag ja, hier ist Brennstoff drin gewesen. Also die Spuren sind wirklich noch nicht alt, ne? Nö. Weil? Das ist so kalt hier. Ja. Das beste Klimaanlage ever. Ja, die kenne ich nicht. Ja. Was sag ich? Hier kommt nämlich ein Motorstieg. Ja, hier kommt noch einer. Aber der ist auch zu sein. Aber guck mal hier, 3 Schleusen. Ja. Da haben die schon
Gut, du hörst. Da will ich nicht mehr dran gehen. Okay, da ist ein Gullideckel. Das ist krass. Ich will hier nicht drin flüchten müssen. Nee. Weil die Abdichtung. Also Loch. Das ist Kunststoffabdichtung, ne? Noch habe ich hier Orientierung, noch. Ja, ja. Aber wenn wir jetzt noch zu zweit wären, dann hätte ich mich schon mal gewinnen. Nee, bis jetzt ist hier noch alles safe bei mir, ne? Was? Jetzt wird die ganz schön hier 20 Jahre. Jetzt hören wir doch mal einen Unterschied. Ja, das habe ich schon fast gesagt. Das ist in jedem Bereich, jede Etage irgendwo, war das hier irgendwo. Ja. Der ist da noch nicht geschmissen. Und der ist offen, ja. Also hier könnte man so gut flüchten, wenn es muss. Ja, wohin? Nö, ich will noch ein bisschen drin bleiben. Hier ist es schön kühl. Da hätte man in gar keine Kamera mal reinnehmen brauchen. Also die Kamera finde ich jetzt selbst nicht so interessant. Ja, ein schöner Wasserreiber. Ich finde ich auch voll. Alter, was ist denn das für ein Schild? Ich will nicht wissen, wie tief wir sind. Wir können ja mal gucken, ob ich Empfang habe. Wie warst du denn ein? Nein, gar keinen Empfang. Hast du Empfang? Nö. Aber wo ist man auch? Der Weihnachtsbaum ist weg. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das ist hier. Wo auch steht drüber. Aber der war zu. Wir sind aber irgendwie auch noch an den Kisten vorbeigekommen. Dann war das in den verbrannten Gang zurück, glaube ich. Kommt man da wieder? Nee, das war sogar in den verbrannten zurück. Achso, okay. Aber krass finde ich halt wirklich diese Abdichtung hier, ne? Viele Abzweigungen. Kriegt ihr mal in diese Abdichtung. Bunker-Videos werden irgendwie immer die längsten Videos. Mhm. Wenn man geradeaus rückt, oder? Ja. Also. Ja, geradeaus. Ja, ja. Wo? Hier ist die Kiste. Wo ist die Kiste? Boah, hier steht richtig verbrannt, Alter. Ja, hier ist gar nicht drin. Warum macht man denn sowas für das Schild? Der Mann ist alles schwarz. Das ist ja wie in dem Lost Place, was wir mal waren, diese komische Übungslände. Da war auch die ganzen Häuser waren alle schwarz. Aha. Was ist denn da? Also als Entlüftung. Ah, die ist Alter. Achso. Ach, jo. Boah, dann schuf mal das mal hier. Nö, brauchst du ja hier keine Alter. Okay. Guck mal jetzt oben, Gulli. Wir haben ganz viel durchgeworfen. Hier ist nochmal. Dann würde ich eher gucken, wie es denn ist. Hier ist auch nochmal eine Seite. Jetzt sind die Dokumentenboxen. Achso, das ist doch jetzt komplett kyrillisch, ne? Ja, das ist ja die Ausgabe. Dann ist es russisch oder was auch immer. Das ist doch gerne. Alles ist einfach wahr, weißt du? Du hast nur alles, ist auch gärtchen. Das ist nur Schriften dran. Ah, schon fasziniert.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und wir jetzt hier eigentlich auch weiter, ne? Und hier sind wir jetzt gekommen. Genau, und links war eine verbrannte Fackel da. Achso, dann kommen wir da noch. Überall diese Lüftungsschächte hier. Ja, das geht einfach mit dem Laserfeld kommen. Schon hardcore hier. Achso, jetzt sind wir wieder beim Eingang, wa? Ja, vom Unterrad hier. Genau. Hier ist der Ausgang, oder? Genau. Da ist der Lena. Genau, jetzt war der Bügler immer im Kreis. Also, ich sag was. Lena liegt in der Bügler. Der ist aber schön verwinkelt, der ist schön cool. Ja. Oh. Du musst ganz gerne mal wissen, wie tief der ist. Weil so tief ist der ja nicht drin, der ist ja wohl so viel geschüttet worden, wa? Ja, ja. Also, ja, doch, der ist schon tief. Hast du mal nach oben geguckt, wie weit der Gulli liegt war? Ja, ja, das ja. Aber jetzt überleg mal, wie tief waren wir in Töpfel drin. Naja, ja, haben wir richtig tief. Ja, ja. Aber merkst du mal, ich bin festgehoben wie nach oben. Ja, ne? Ja. Du bist komisch. Ich muss deine Wasser machen. Ich glaube, das ist ein Boden. Also, ja, aber wenn wir zurückgelaufen sind, dann ging jetzt irgendwie nach oben. Jetzt geht es aber auch wieder nach oben. Das ist falsch, was durch. Ich hatte mich nicht wundern, über das Land gerade. Ja. Der Wende muss ich nicht machen. Ja, ich wünsche mir Holz. Na, okay. Hm. Ich komme mit. So, der stand letztens nicht hier. Der stand letztens nicht hier. Okay. 100%ig. Ja, ich sag mal, es sind ja auch hoffenweise Sprühdosen, was hier drin ist. Die ist doch neu. Oder? Mit der Sprühlack. Achso, da geht's nicht raus. Na, da wird's dann rausgehen, der geht mal, oder? Wir müssen mal gucken. Ja, da geht in den Raum da rein. Ah, boah, Alter, ist das warm. Aber wie? Jetzt fällt die ganze Zeit bei 35 Grad nach. Ja, wir waren hier bei 35 Grad, weißt du, draußen. Und dann da unten drin 10 Grad, kommst du hier hoch. Das ist ein kompletter Schuss. Da wollte ich gerade sagen, wir sind eigentlich nur schnurgeradeaus nach da gegangen, aber da ist ja nichts. Da geht's auch nicht weiter, da ist eine Tür und dann ist die Lola jetzt kurz um die Ecke und dann ist es zu. Hinten. Ja. Da waren wir letztens gewesen. Da waren wir doch letztens gewesen, da ist noch nichts. Oh ne, da geht nicht. Ihr seht, ich bin da vorbei. Ich nochmal. So, wir haben jetzt wieder mal was gefunden. Gut, bin ich ja mal gespannt. Alter, das ist übelst krass. Die gehen einfach nach unten. Ach du Scheiße! Boah, hier wird's richtig fett. Boah, das ist ja irgendwie gerade wie ein Stach in der Fresse, ne? Da war schon ja ein Stempel hier gerade. Kannst du, wenn du gucken kannst, ja. Nein, das war nochmal. Das ist durchgekommen. Krass. Ah, Kopf von drin. Ja, das ist sehr straff verarbeitet, oder? Aber ist das vielleicht ein anderer Eingang zu dem Bunker, den wir eben gerade hatten? Das kann durchaus sein. Dass das eine Wand ist, die wir von der anderen Seite zugemauert gesehen haben, die wir verputzt hatten? War da eine? Da waren mehrere. Kann. Aber ich bin da so orientierungslos, ich weiß nicht, ob das eventuell sein könnte. Wenn du da eine Wand hast, deswegen, das sieht alles irgendwie ähnlich aus. Fette Mücke, Alter. Schade. Schade. Tja. Fuck. Hätte man mehr können. So, Freunde der Sonne, das war jetzt ein kleines, feines, aber schnuckliges Bunkervideo von uns. Die anderen Jungs sind da hinten gerade. Ja.
Ich würde mal sagen, ich verabscheue mich jetzt mal hier im Namen von allen, weil wir gucken hier noch ein bisschen weiter. Ansonsten wünsche ich euch dann viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg und lasst einen Daumen oben. Macht mal die Glocke an, beziehungsweise vorher aber abonnieren. Das ist ganz wichtig. Ansonsten guckt mal im Shop nach. Ich verlinke die beiden Jungs auch noch mal ganz kurz. Alles unten in der Videobeschreibung. Und bis dann. Tschüss.